zurück bei Daisy. Wir sind kurz vor Dubki. Gefährlicher Ort, sage ich euch. Schon einige Videos online gesehen, wo geschnippt wird aus den Wäldern und von den Dächern. Und ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Wie sieht's mit euch aus? Oh, es geht noch. Na, ich glaube, wenn wir es clever machen, dann kommen wir... Also wirklich, Steffen, du magst hier... Kannst du dich mal ganz kurz hinstellen und wieder hinlegen oder sowas, bitte? Hinstellen und hinlegen? So, jetzt stehe ich. Mhm. Blödsinn. So, und jetzt Annika. Habt ihr übrigens verwechselt. Nicht Steffen hat gebackt, Annika hat gebackt. Bei mir okay. Backt sie nicht. Stell dich mal hin und leg dich wieder hin, bitte. Mach ich gerade? Ja, bei mir funktioniert alles einmal frei. Bei mir macht sie genau das, was ich jetzt mache. Waffe weg, Waffe raus, Waffe weg, Waffe raus. Naja, wer weiß. Gut. Pass auf, ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen weiter hoch. Mhm. Also die Dächer sind bis jetzt alle clean, also... Ja. Die unteren, ja. Die unteren, soweit ja. Soweit ich das sehen kann. Du musst auch echt auf den Wald gucken, weil wenn sich da genau die Leute dasselbe denken wie wir, dass sie von da aus vernünftig auf die Dächer schnippen können. Ich frage mich immer, mit welchen Zielen, also im Grunde ist das ja der klassische Inbegriff eines Campers. Ja, eigentlich schon. Auf so einer Riesen-Map, warum hockt sich jetzt meinetwegen zum Beispiel hier jemand hin und wartet die ganze Zeit? Also wozu? Das ist doch, also wozu? Was mich jetzt mal interessieren würde, spielt ihr jetzt trotzdem in der Third Person oder habt ihr jetzt alle First Person Mode? Nee, immer noch also Third. Ich gehe immer in First Person Mode, wenn Action ist. Ich zoome gerade nur. Sonst. Guck mal, wenn da jetzt oben irgendjemand auf dem Dach oben ist, würde ich das nicht sehen. Na, aber wenn du reinzoomst mit der rechten Maustaste? Aber hast du jetzt hier irgendwas, wo du hin willst? Weil auf die Dächer will ich zum Beispiel nicht gehen von den Hochhäusern, nee, dann stürzt du wieder nicht. Nur runter. Ich will da auch nicht hin, aber wir müssen jetzt entweder genau durch oder dahinter. Und wenn wir jetzt an das westliche Ende von Dubku gehen, also da, wo praktisch die ganzen Hochhäuser enden, da sind nochmal zwei Supermärkte oder Supermärkte und da will ich drin. Okay. Mhm. Heike, sag ich dir. Und dann gehen wir runter nach Tschernorin. Okay, ich warte immer noch auf den ersten Schuss, der fällt. Schön an der Nase vorbei. Zack. Ich hab eher das Gefühl, dass die Städte hier überhaupt gar nicht mehr belagert werden, so richtig. So, hab ich grad schon wieder ein Zombie hier triggert, gehört? Oh, da ist der erste Supermarkt. Da unten, Ich seh ihn. Steht doch ein Zombie. Vor allem, wenn du oben in diesen Dingern bist, wo dieser Eingang ist von der Treppe her. Ja. Da sieht dich kein Mensch. Wenn du in dem Aufgang drin stehst und du schnippst da raus, sieht dich kein Mensch. Wo seid ihr? Ach, da. Das der ist noch auf dem offenen Feld. Ach, das ist Steffen. Ich bin hier. Hallo. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier kurz stehen und gucken mal kurz aufs Magazin. Ach, das ist ein Straßenschild. Ach, hier bin ich. Ob sich da was tut? Gibt's hier erstmal nichts? Nee, sagt der Server? Oh, gut gefüllt. Oh, der ist aber wenig geworden. Also wir haben ja den Server nicht verwechselt. Aber warte mal, guck mal gerade in die Serverliste rein, in die Spieler. Ja. Da haben welche... Achso, das wird wahrscheinlich so ein Clan-Name sein, oder? Bandit? Ja. Ja, das sind Clans. Das wird nicht vorgesetzt sein, dass die irgendwie Leute erschossen haben. Nee. Das sind Clans. So jetzt ist die Frage. Wollen wir so machen, dass einer oben bleibt, oder... Nee, oben bleiben ist, glaube ich... Ach, Quatsch, kommt. Na gut. Ja, Annika spielt wieder Rambo. Na, dann geh vor, los, komm, Annika. Annika hat wieder die Eierstücke auf Stil, Alter. Eierstücke auf Stil. Heißt das eigentlich auf Englisch bestimmt nicht Eggstock. Der gute Eggstock. Wer kennt die nicht? Das glaube ich, der Utero halt. Das glaube ich... Der Utero! Nein, in Utero. Da ist übrigens auch gleich der zweite Supermarkt. Drei Zombies stehen auf offener Straße. Ich glaube, die würden da nicht stehen, wenn schon mal jemand hier war. Richtig. Das finde ich ganz cool. Also daran, das ist das einzig Positive an Zombies. Gut kombiniert, Watson. Die funktionieren halt auch als so eine Art Alarmanlage. Nee, ohne Mist, wenn ich irgendwie durch die Gegend gehe und in eine Stadt komme und ich keinen Zombie sehe, mache ich mir mehr Gedanken, als wenn da Zombies stehen. Ist richtig. So. Da stehen zwei auf der Straße. Lass die mal auf jeden Fall, solange es geht, leben. Jojojo. Komm, die sehen uns nicht. Nee, die sind noch mit dem Rücken zu uns. Ich geh mal vorne rum, ja? Ja. Oh. So viel dazu? Da ist auch direkt mal zwei hinter mir. Wir stehen aber auch drei Stück vor dem Magazin. Und ein Military-Zombie.
Guten Tag, okay. Darf ich Ihnen meine Axt vorstellen? Seil. Was ist das denn? Oh, das ist ein Igloo. Ein Zombie kommt von der Straße. Ja. Boah, ich habe gerade richtige Frame-Einbrüche in der Stadt hier. Ja, habe ich auch. Oh, da kommt noch einer. Also ich bin bei 25. Oh nee, der backt jetzt hier durch die Kaufhalle. Oh nee, warte. Ich glaube, da kann er dir sogar nichts tun, wenn nicht. Ja, aber das ist scheiße. Ich will ihn abmurksen. Ist denn schon gerade jemand im Magazin? Ja, ich gerade. Aber muss jetzt den Military-Zombie immer umschnetzeln. In welchen denn? In dem ersten? Ach, da bist du, okay, ich seh dich. Oh, da kommt der zweite. Jetzt kommen gleich alle, ey. Okay, was austauschen? Reihe. Wo bist du denn, Annika? Im Supermarkt. Ah, okay. Im ersten vorne, ne? Also im ersten drin, okay. Oh, kommt jetzt noch einer? Och, Mann, ey. Hackst du den um? Mach ich. Ja, danke. Nee, der ist auf dich getriggert. Nee, jetzt geht auch zu mir. Sehr schön. Ist hier irgendwas Schönes? Was ist hier für Munition? Oh, liegst du noch mal Moon? Hier ist so eine Bärenmunition. Für was ist denn das? Das Bergerskeil, das kannst du mir mitbringen. Okay. Ja. 45er Zombie, hier ACP. Zombie kommt jetzt rein. Zombie kommt jetzt rein. 45er ACP-Munition kannst du wegschmeißen, halt mehr als genug. Also wirklich mehr als genug. Komm, geh raus, Annika. Nee, ich will die Munition für dich mitnehmen. Jetzt geht er auf mich los. Tom, hast du noch die Axt? Nee, ich bin schon im zweiten Supermarkt. Oh, warte, muss ich schnell wechseln. So, wo ist er da? Warte, ich hätte noch machen können. Nee, schon weg, jetzt habe ich ihn. In der Treppe? Ja. Warst du schon hinten drin? Ja. Ist nichts. Nee, außer ein Kinderrucksack mit einem Igloo. Medipack brauchst du nicht, oder was? Ich hab schon ausgetauscht. Achso. Also, was da drinne war, was ich brauchen könnte oder nicht, oder so. Ach, ich will mir das noch ein bisschen aufheben, hier die Spritzen, falls wir mal einen festnehmen oder so. Ein bisschen Blut abnehmen und so. Achso. So ein bisschen rumspielen können. Tom ist schon im zweiten, oder was? Ja. Ist ein Medikit noch ein neues? Ja, aber ganz ehrlich, ey, wenn ich jetzt überlege, neues? Wie lange ich brauche, um so ein scheiß Hochhaus durchzulaufen, um das abzusuchen. Ist ja... Das dauert ewig. Na, dafür, dass immer nur Pullover und so eine Faxen drin sind, ja. Würde ich nicht machen. Oh, wenn Steffen ist einfach mal durch den Boden und so. Echt? Eine Kiwi. Ich hab schon wieder ein Zombie gehört. Ja, ist ein zweiten Supermarkt. Her, ah, ja. Weil ich hab zwei Kiwis gefunden, die nicht damaged sind oder wound sind oder so. Warte, er kommt jetzt in den Dings drin. Ja. Ne, jetzt kommt er wieder zu mir. So, dead. Ah, so flüssig läuft der Server nicht. Ne, ich glaube, das liegt jetzt wirklich an der Location hier. Reinigungskit? Also ich nage so an den 25 Frames. So. Ich bin mal gespannt, noch haben sie es ja nicht eingeführt, ja, dass die Waffen sich vom Status her verschlechtern. Ich bin auch, mal gespannt, wie das dann abläuft irgendwann, wenn du zum Beispiel einen Schalldämpfer hast, ob der dann auch nach der Zeit kaputt geht sozusagen. Naja, deswegen haben sie eigentlich, wenn du jetzt zum Beispiel eine Waffe hättest, ja, und die ist jetzt, Warn gibt es ja jetzt nicht bei einer Waffe, aber doch, ja, kann schon abgenutzt heißen, ja klar. Beziehe ich zwar mal mehr auf Klamotten, aber gut. Dass du denn Waffenklinik-Kit durchziehst durch die Waffe und die dann wieder pristine ist, weißt du? Ja, oder Warn wie mit einem Nähkit halt. Ja, oder so. Irgendwie so, dass du es zwar nicht mehr ganz kriegst, aber. Und weiß ich nicht, dass du dann irgendwann anfängt, gut, lass mal weiter abhauen hier. Dass du dann irgendwann anfängt, vielleicht Störungen zu kriegen und dass du nochmal drücken musst und schießen musst. Meinst du mal die Ladehemmung mal? Genau, dass du schießt. Dann macht's aber nur Klick und dann musst du nochmal drücken und dann löst dir Schuss erst oder so. Aber das sollte, finde ich, erst bei Badly Damaged oder Damaged. Ja, genau. Dass dann sowas in der Richtung kommt oder was weiß ich, dann musst du nochmal nachladen, dass du dann nochmal den Verschluss auf und zu macht, dass dann die nächste Kugel reinbringt, weil die Munition vielleicht ruined ist oder damaged oder so. Ja. So, was ist denn jetzt der nächste Ort, wo wir langkommen? Da vorne ist Cherno. Na, dann war das doch der Ort, wo wir schon mal drin waren, oder? Nee. Gerne? Nee, die Hochhäuser? Die Hochhäuser, die du meinst, die ist jetzt rechts von uns. Achso. Das sind hier drei so eine Vororte. Die kann man leicht verwechseln. Sehen auch gleich aus. Wo seid ihr jetzt schon wieder hin da? Rechts neben uns ist Novoselic. Oder Novoselki? Selki? Novoselki? Novovirus. Und da rechts daneben, also ungefähr 500 bis 700 Meter weiter rechts ist die Stadt, die du jetzt meintest. Hm.
Tscherno. War schon ewig nicht mehr in Tscherno. Oh ja. Mann. Oh, da ist es schon. Da Nostalgie. Schon. So, wo wollen wir? Jetzt, haben wir da ein Ziel eigentlich? Ja. Das Dach, an dem wir auf dem, warte, 31. Part gestartet haben. Also da, wo wir die Runde dann begonnen haben. Wo Patty runtergeschossen hat? Nee. Das war, da waren wir noch zu fünf. Da waren Krischi, Cory, Steffen. Da geht's los mit so. Dann reg ich mich darüber auf, dass Patty immer mit so anfängt. Dann sagt Patty, Detlef, die Soest. Das ist die mit dem Wilson. Wilson? Also ich weiß, Patty hat das letzte Mal von dem Hochhaus da geschossen. Von dem Kleinen da. Und hier hinten war, wo wir die Leute gesehen haben, das Fußballfeld, was hier denn kommt. Stimmt. Nee, das war in einer anderen Stadt. Nee, das war in Tscherno. Nee, das ist stimmt. Hier in Tscherno. In Tscherno ist das Fußballfeld. Aber das war noch da. Also das, wir haben ja die Runde erst danach gestartet. Wo wollen wir jetzt genau hin? Backsteinhaus? Nee, hab ich doch gerade gesagt. Siehst du da ganz hinten, am Wasser, den Kran ganz links, den Hafenkran. Ja. Und rechts daneben ist doch dieses Military-Gebäude, wie du immer sagst. Ja. Ist ein Kranken. Oh. Und wenn wir da ankommen, haben wir die Runde geschafft. Zombie kommt. Ah, kommt Zombie? Nee, ist kein Krankenhaus, Annika. Nee? Nee. Das ist ein Bürogebäude. Ah, Tscherno ist ein hartes Pflaster eigentlich. Ja. Bin ich mal gespannt. Dann müssen wir halt auch genau durch. Naja, genau nicht, aber am Rand auf jeden Fall durch. Und der nächste? Ich mach das schon. Und ich will in die Backsteingebäude. Meint egal, hatte ich ja gefragt, ob du da drin willst. Ey, mach nicht so laut, Annika. Annika. Immer dasselbe mit dir hier. Und da hinten kommen auch schon wieder zwei. Oh nee. Warte mal. Von wo? Uhrzeit? Ja, links, um 9 Uhr. Okay. Oh, uns läuft doch noch einer hinterher. Warte, ich hau die erst mal um hier. Das überlegt nicht, dass die uns alle hinterher rennen. Wartet ihr kurz? Mhm. Hä, warum bleiben die Military-Zombies eigentlich stehen? 4 Zombies sind hinter uns. 5 laufen uns. Wäre cool, wenn er vielleicht behelft. Warte. Ich nehme den rechten erstmal. Warum helfen die jetzt stehen? Ich nehme den linken. Wo kommen die denn alle her, ey? Ich weiß nicht, manche sind bestimmt gefolgt. Guck mal her, Mäuschen. Guck mal hier, eine Axt. Nein, bleib stehen. Alter, ich bin gerade in den Leichen hängen geblieben. War nicht schön. So. Alle weg. Gut, schön. Schön. Kann man die Zombies eigentlich auch verstecken? Ach nee, Quatsch, brauchen wir ja gar nicht. Oh, verschwinden ja dann. Ist Tom jetzt schon in dem Backstein? In dem Backsteingebäude, wo du in Part 35 Deckung gesucht hattest erst. Wo wir alle da verreckt sind. Ach, hier sind zwei. Ja. Wollen wir nochmal einen Abstecher ans Krankenhaus machen, oder? Muss ich nicht unbedingt haben. Also, ich auch nicht. Also, ich hab 3 Hits. Mach mal auf die Tür hier. Warst du im rechten schon drin? Hier warst du schon drin? Links war ich drin, da ist nichts mehr drin. In dem rechten hier? Kannst du drin gucken? Also, können wir nochmal Rindstück gucken, wenn du magst, ja. Oh, schon Zombie. Wieder. Mhm. Ich mach schon. Tür ist okay. Offen. Echt? Ja. Im zweiten. Ein bisschen Angst. Aber hier steht noch ein Zombie, also. Da ist auch noch einer. Banane. Oh Mann, ey, Annika. Echt. Entschuldigung. Dann los. Ich sage, die Tür ist offen und dann kommt sie erstmal hinten durch die Tür reingeschneit. Ohne ein Wort zu sagen. Ey, ich dachte und so. Ich bin in dem roten Haus. Ich dachte, ich erlaube mir mal den Spaß. Ja, ein bisschen Spannung hier. Gott, ey. Ist das so eine scheiß Downjacke hier? Geht raus. Oh, Puls over 1000 hier schon wieder. Wo ist Tom? Ich bin im roten Haus. Im roten Haus. Da ist ein Zombie. Ich leg mal den Zombie da um. Ah, mach mal. Ansonsten würde ich hier schnellstens verschwinden wollen. Ja, in das Military-Loot-Gebäude würde ich auch noch in gehen. Also, da wollten wir ja hin, ne? Ja. This is the plan. Wir gehen schon mal ein Stück weiter runter. Kommst du? Ich bin gleich da, ja. Muss hier nur kurz Platz schaffen, weil da ist ein Ding, was ich haben will. Ein Ding, was ich haben will? Ein Ding. Gibt's eigentlich noch was du nicht hast in deinem Inventar?
Also ohne Mist, eigentlich wirklich gibt es nichts, was ich, Bist du auf dem Scope noch für deine... Ja, das Long Range Scope ist wirklich das Einzige, was ich wirklich... Na, das finden wir vielleicht in dem Bürogebäude. Wir sind jetzt gleich an den Schienen. Oder kurz davor. Ja gut, aber du willst ja auch eins haben, oder? Ja, wäre schon schön. Aber so wie du schießt! Ja, ich muss mir angewöhnen in der First Person, weil das macht keinen Sinn. Das Problem ist echt, First Person ist der Winkel viel weiter unten und Third Person natürlich viel weiter oben. Das heißt, wenn du Third Person freie Sicht hast, heißt es noch lange nicht, dass es in der First Person genauso ist. Und dann passieren so Sachen wie beim letzten Mal, dass ich einfach sinnlos im Boden schieße. Wobei ganz ich zu meiner Verteidigung... Warte mal, ganz kurz. Ich komme jetzt aus dem roten Haus raus. Wo seid ihr denn? Hinten. Gehen wir auf den Hinterhof, an die Mauer. Und dann läufst du Richtung Meer. Hinterhof. Warte, ich da bei den Mülltonnen? Bin jetzt bei einer Mülltonne. Da weiter. Und jetzt Richtung Meer. Genau, okay. Und einfach über die Straße. Ja. Ja, und zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe ihn aber auch zweimal getroffen. Aber das hat anscheinend nicht gereicht. Patty würde jetzt sagen, ja, aber wenn du ihn getroffen hast, dann muss der tot sein. Ja, das stimmt schon. Und ich muss dazu sagen, den anderen, der vor Tom weggerannt ist, den habe ich beim ersten Schuss getötet. Habe ich in der, in der Zeitlupe konnte ich das beweisen, dass ich ihn getroffen habe. Du bist auch gut, Steffen. Ja, ich muss sagen, das enttäuscht mich selber ein bisschen, weil eigentlich bin ich ein guter Ego-Shooter-Spieler, aber ich finde, man kann es auch nicht wirklich mit DayZ vergleichen. Ja, weil es viel zu viele Sachen gibt, die du hier beachten musst. Ich bin es gewohnt, ja, du rennst durch die Gegend und schießt und drückst halt ab und zielst dann halt. Aber hier kommt es dann echt drauf an. Hocken, stehen, Third Person, First Person, nachladen, wie ist Waffe, hin und her und das sind so viele Sachen, weißt du? Ja. Und dann wird das halt schwierig, da jetzt wirklich gut zu schießen. Und ich meine, wenn Patty jetzt, der hat ja die Mod auch schon gespielt und so, ja, schon mal Erfahrung hat. Ich weiß hat. Gar nicht, Annika, wie deutlich unterscheidet sich denn die Standalone von der Mod? Vom Schießen her ist die Standalone... Na, so generell, also so allgemein auch. Ach so, allgemein. Sie sieht ein bisschen besser aus. Wollen wir die Baustelle mitnehmen? Das Schießen ist einfacher. Hier in der Standalone. Jetzt in Standalone, okay. Mhm, als in der Mod. Was unterscheidet sich das noch? Zombie. Die ist halt komplexer, die Standalone, auf jeden Fall. Zwar fehlen halt noch so ein paar kleine Sachen, die halt in der Mod da waren, aber mein Gott. Und also nicht stehen. Aber eigentlich muss ich sagen, also irgendwie ist nicht, dass es ein anderes Spiel geworden ist, aber es ist irgendwie dann doch ein anderes Spielgefühl, aber kein schlechteres, also. Okay. Ja, danach hätte ich jetzt mich gefragt, wie so das Spielgefühl ist. Das ist eigentlich super, also. Ich denke mal, das würde man auch mitkriegen, wenn man nur zuguckt, dass man merkt, dass... Kannst du bitte deine Waffe schultern? Ja, ich wollte nur bing, ja, sorry. Dass du allein schon vom Zugucken bei der Mod siehst, dass das auch alles nicht so gewollt ist, so jetzt schnell hier rüber huschen. Das Einzige, was ich bei der Mod wirklich geiler fand, war, dass die Anzahl der Zombies, und die will ich hier halt auch haben. Ich musste halt von Tom vorhin schon erzählt, wo ich hier halt gestorben bin und dann allein rumgelaufen bin und nichts hatte. Das wirklich, auch wenn da nur so 8 oder 10 Zombies sind, wenn du die an der Hacken hast und noch keine Axt, sondern nur eine Schaufel, du bist dann am Arsch, du musst wegrennen. Dann bist du am Arsch, ja. Ja, und das war dann irgendwie muss ich sagen, das fand ich schon wieder irgendwie cool, das hat mich so ein bisschen an die Mod erinnert. Und war eigentlich mal ein nettes Gefühl. Hätte hinter mir? Ja. Wo ist Tom? Ja, wie gesagt, das Problem ist halt echt bloß, sobald du eine Axt hast, also ganz im Ernst, da würde ich auch mit 10, 15 Zombies, weil ja. Da ist die Taktik einfach so easy. So, ich überlege gerade, ich glaube in der Mod ging das nicht mit einem Schlag mit der Axt. Okay, Tür ist nicht offen irre. Hier unten. Zombie von links. Warte, ich mach. Tür ist offen, das gefällt mir nicht. Vorsichtig. Wir hatten mal die Shotgun nehmen so lange. Guck mal kurz vorne, vor dem Haus. Ist nicht zu sehen. Lass mal rinhuschen hier. Hier liegt noch alles. Na gut, ist aber auch nur Shit. Hinten ist auch offen. Ganz mysteriös hier. Ja. Kann mir noch mal jemand erklären, was genau diese Battle Eye ist? Battle Eye ist ein Anti-Cheat-Programm. Genau.
Woran erkennt das? Dass du, also, was erkennt, dass du schon mal gescheatet hast? Oder nee, das checkt deine Profildatei durch, wenn du spielst. Also sieh zum Beispiel, ob deine Einstellungsdatei verändert wurde zu der klassischen Standarddatei. Ja. Und erkennt halt Veränderungen und sagt dann zum Beispiel, das sind unzulässige Veränderungen des Spiels. Und sagt dann und kickt dich runter halt. Du bist jetzt jemand in dem Raum drin gewesen? Ja, Annika war da. Ja. Ich bin hier im ersten, zweiten Stock. Guck mal durch, wir gehen weiter hoch, ja? Jo. Guck alles schön durch. Yep. Ich guck mal das Maschinenhaus nebenan. Also rüber, ich gehe jetzt nicht hin. Da ist die Tür nämlich auch offen. Und immer offen im Maschinenhaus alle. Sicher? Ja. Da sehe ich nämlich nichts. Okay, hier ist ein bisschen mehr Stuff. Du bist jetzt im vorletzten Stockwerk, ne? Tom? Ja. Ich geh mal hoch aufs Dach. Und halt mal ein bisschen Ausschau. Ich bleib mal hier auf der Etage. Wenn wir oben sind, nämlich vorbei. Ohne Mist, dann ist die Runde fertig. Dann müssen wir uns jetzt wirklich. Das ging jetzt wirklich doch echt schneller, als ihr gedacht habt. Viel schneller, als ihr gedacht habt. Die Tür ist oben auch offen auf dem Dach. Können wir uns einen richtig schönen Plan machen, was wir als nächstes für Blödsinn anstellen. Als erstes mal demnächst wieder nach Balota. Schön mal wieder zu Hause ankommen, ganz entspannt. Du zu Hause ankommen? Der Scheißregen, ey. Warst du schon oben? Ja, ich bin... nee, da nicht, nee. Kannst du gerne mal hingehen. Ich hab hier ab und zu mal oben auf diesem Podest hier, auf diesem Betonklotz mal Waffenteile gefunden. Ja, ich auch. Aber ich bezweifle, dass man hier jetzt noch was findet, nachdem die Türen alle offen sind. So! Alle oben? Jo. Alle oben. Jetzt noch irgendwo, ganz weit entfernt, irgendwo ein Zombie, den ich jetzt noch wegbumsen kann. Warte. Ich such dir eben. Ist an der Baustelle keiner mehr? Am anderen Ende drüben auf dem Hafensteg wäre natürlich geil. Aber ich sehe keinen. Da ist keiner, da ist keiner. Meistens stehen sie hier hinten am Hafen noch, aber ich jetzt genau gucke, sehe ich da keinen mehr. Nee. Ich auch nicht. Mensch, das war ja jetzt eine ganz schön chillige Aufnahmesession auf jeden Fall. Mhm. Ich habe jetzt echt gedacht, dass wir in Tscherno nochmal Trouble haben werden. Ja, schwört nicht herauf. Na, will ich ja aber. Siehst du, das hat aufgehört zu regnen. Alle chick. Und... wart jetzt, oder was? Wollen wir Schluss machen für heute, oder na, wollen wir weitermachen? Die Zeit. Ja. Die Zeit. Also ne, ich meine jetzt nicht den Part, ich meine mit der Aufnahme, also mit Aufnehmen überhaupt. Achso, wir lassen uns doch erstmal den Part hier beenden. Und dann können wir weitersehen. Alles klar. Dann mache ich das jetzt, da Tom anscheinend nicht mehr in der Lage ist. Dann verabschieden wir uns und hoffen, und mal gucken, was wir im nächsten Part machen. Ihr werdet sehen, bleibt mit dran. Bis dahin, wie immer. Ciao. Tschüss. Tonight, the creatures came.